Und damit hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy Online. Ja, ich habe damals mal vor Ewigkeiten einen Testaccount gehabt, habe da auch einiges aufgenommen, aber ich habe absolut keine Ahnung, wo ich jetzt eigentlich die ganzen Aufnahmen habe. Die sind irgendwie verschwunden, ich weiß es auch nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich erstelle mir nochmal einen neuen Testaccount. Ich kann mich auch gar nicht mehr so dran erinnern, wie das jetzt damals war. Ich weiß, dass ich sehr genervt von der Steuerung war. Gut, ich habe jetzt allerdings ein paar andere MMOs in dieser Art gespielt in letzter Zeit. Also könnte es jetzt sein, dass ich mit der Steuerung doch etwas besser zurechtkomme. Ja, ich hoffe, es gibt keine Probleme mit diesem Einführungsvideo, weil ich hatte extra die Musik komplett ausgeschaltet überall und trotzdem war jetzt Musik drin. Ja, hoffen wir einfach mal darauf, dass es keine lizenzrechtlichen Probleme gibt. Was macht der denn jetzt schon wieder hier? Eröffnungssequenz ist wahrscheinlich das, was gerade drin gewesen ist. Deswegen gehe ich mal einfach auf Spiel starten. Oh nein, wir sind hier bei Skyrim. Alles in Ordnung, Kindchen. Du stöhnst ja im Schlaf und schwitzt, dass man es nicht mit ansehen kann. Kommst mit dem Äther ja nicht zurecht, hm? Tja, manche sind empfindlicher als andere. Aber Kopf hoch, du gewöhnst dich daran. Ja, an die erinnere ich mich. Geht es dir besser, Kupo? Oh, du kannst uns sehen. Ich wusste es. Wie schön. Wir sind Muckrüs und wir leben im Wald. Normale Leute können uns nur sehen und hören, wenn wir es wollen, Kupo. Das bedeutet, du bist jemand Besonderes. Dann weißt du vielleicht sogar schon Bescheid. Der Wald ist in Unruhe, Kupo. Hast du von den seltsamen Dingen gehört, die hier passieren? Na, dann mach dir keine Gedanken, Kupo. Sei einfach vorsichtig, wir müssen weiter. Bis bald.
Ist noch ein gutes Stück bis Gridania. Plaudern wir noch ein bisschen, wo du schon wach bist. Die da haben nämlich nicht so viele für Gespräche übrig, wie es scheint. Bremond ist der Name. Händler. Freut mich über alle Maßen. Und du? Du bist wohl Abenteurerin, was? Sonst wärst du nicht so ausstaffiert. Voll ins Schwarze, wusste ich's doch. Der Ruf nach Freiheit, Ruhm und Ehre, das wahre Leben. Solange du es hast, versteht sich, ist ja kein Geheimnis, dass die meisten von euch draufgehen in Zeiten wie diesen. Und wie bist du aufs Abenteuer gekommen, wenn ich fragen darf? Um Ehre zu erringen. Ist aber ganz schön unscharf, der Text. Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, da bist du hier goldrichtig, Mädchen. Hier gibt es genug Aufgaben zu erfüllen, um dir einen richtigen Glorienschein zu verdienen. Wenn du angekommst, solltest du gleich in der Abenteurergilde vorbeischauen. Die zeigen dir, wo in Gridania es lang geht und den direkten Weg zum Heldentum auch. Ich will auch so einen komischen Dodo. Aber merk dir eins, es gibt Wichtigeres als Gil und Ehre. Klar, nichts ist umsonst, aber der Tod kostet das Leben. Halt! Anhalten! Hörst du das, wenn man davon spricht? Ah! Was ist denn los? Ein Gefecht mit den Ixal. Wir haben die Lage unter Kontrolle. Aber fürs Erste ist die Durchfahrt gesperrt. Wir... werden gerade gefallen. Verflucht! Wir halten sie auf. Versucht mit der Kutsche durchzubrechen. Fahrt! Das war aber näher, als mir lieb ist. Nett von den Ixal, dich willkommen zu heißen, oder? Scherz beiseite. Das wird nicht dein letztes Treffen mit dem Federvieh gewesen sein. Bleib immer schön auf der Hut, hörst du? Bist du eigentlich zum ersten Mal in Gridania? Ja. Im Ernst? Wenn das so ist, dann lass dir mal von einem Ortskundigen erklären, wie das hier läuft. Gridania ist eine Waldstadt mitten im Finsterwald oder auch Wald der Einkehr, wie ihn die Bewohner nennen. Eher finster als Einkehr, würde ich sagen. Alles voller wilder Viecher, die dir an den Kragen wollen. Vor allen Dingen diese Ixal. Als ob die Katastrophe vor ein paar Jahren nicht schon genug angerichtet hätte, machen sie den Gridaniern seither das Leben schwer. Ah, endlich. Hier ist die Waldstadt Gridania, behütet von den Gebietern, gesegnet mit den Schätzen der Natur und mannigfachen Ungetier. Der Finsterwald, das uralte Waldgebiet im Herzen Eoseas. Hier liegt der Stadtstaat Gridania, das kulturelle und spirituelle Zentrum des Waldreichs. Einst war es ein Zufluchtsort vor allen Gefahren außerhalb des Hags. Doch nicht einmal die Gebieter, mächtige Wesen des Finsterwaldes, vermochten die siebte Katastrophe abzuwenden. Auch hier wurden unzählige ihrer Hoffnung beraubt. Doch nun erscheint jemand Besonderes,
noch nichts von seinem Schicksal ahnend. Hier beginnt dein Abenteuer. Alles Glück der Welt, Kind. Es war mir ein Vergnügen. Ich muss auf dem Markt nach dem Rechten sehen und dann geht's gleich weiter. Keine Zeit zum Däumchen drehen. Hier, das gebe ich dir dafür, dass du vorhin meinen Hintern gerettet hast. Nichts. Du hast mir immer noch nicht deinen Namen verraten. Na, aber viel wichtiger ist ja Folgendes, dass du eine große Heldin wirst und ich dann allen erzählen kann, dass wir uns kennen. Na, wie klingt das? Welch außergewöhnliche Rolle wird sie in der Geschichte des Reiches noch spielen? Möge ihr Abenteuer beginnen in der gesegneten Waldstadt Gridania. Du da. Ja, du. Dein Gesicht ist mir nicht bekannt. Nein, dich kenne ich nicht. Du bist eine Abenteurerin. Hm? Nun denn. Als Wache der Klageregiments muss ich jeden in Augenschein nehmen, der in die Stadt will. Das gilt auch für dich. Los, steh nicht herum wie angewurzelt. Ja, ich würde mich gerne bewegen können. Ja, immer noch Maus und Tastatur. Och, Leute. Na, endlich. Muss ich mich damit bewegen? Nee, ich kann mich auch mit der rechten Maustaste bewegen, okay. Mit der linken theoretisch auch, aber rechts ragt das nicht so. Wie spreche ich den denn an? Mit E nicht. Mit F nicht. Oh, mit F will sie sich herunterstürzen. Okay. Nee, mit R wollte sie sich runterstürzen. Anklicken? Nicht anklicken? Was ist denn mit dem R? Da steht gar nichts drin mit dem R. Kann ich den Mist hier irgendwie wegmachen? Ah. Spielanleitung. Mach weg. So. Fortschritt während Aufträgen. Die Aufträge an den Ausrufezeichen. Ja, so weit war ich auch schon. Mache einen Rechtsklick auf das Ausrufen. Okay, einen Rechtsklick musste ich noch in keinen MMO machen. So, bevor du Griania erkunden kannst, musst du Bertinand um Einlass in die Stadt bitten. Boah, was haben die alle für einen Namen immer? Es wird dir bestimmt eine Anlaufstelle für Abenteurer nennen können. Okay. Hat das Schicksal also wieder einen Grünschnabel in unsere Stadt geführt, ja? Du bist wohl auf Abenteuer aus. Dann pass gut auf. Bevor du jeden zweiten Bewohner unserer Stadt ein Loch in den Bauch fragst, empfehle ich dir erstmal, die hiesige Abenteurergilde in Miyunes Hexenstübchen aufzusuchen. Ich rede von dem Gebäude da vorn. Drinnen sprichst du einfach mit Miyune. Die leitet nämlich den Laden, wie der Name vermuten lässt. Ich könnte nicht einfach jeden Fremden unbesehen in unsere Stadt lassen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Begib dich nun bitte zur Gilde und lass dich registrieren, ja? Okay. Wenn ich denn laufen könnte. Hallo.
Ah, jetzt. Ja, so eine Steuerung finde ich persönlich immer so ein bisschen nervig, aber... Wo ist denn die Stadt? Moment, da ist die Stadt, ne? Wie hieß die? Mion, ne? Nerv mich nicht mit denen. Da. Ah, wen haben wir denn hier? Jemanden mit aufgeschlossenen Herzen, in dem viele Fragen brennen. Du möchtest dich als Abenteurerin registrieren lassen, habe ich recht? Jupp. Erst einmal herzlich willkommen in Gridania. Ich bin Minuen, wie auch immer. Und das Hexenstübchen ist mein Reich. Denk nicht, dass hier... Sei eine gewöhnliche Gaststätte. Du findest dich in einer Abenteuergilde, der ersten Anlaufstelle für jeden, der auf kleinere und größere Heldentaten aus ist. Was auch immer dich nach Gridania geführt hat, ich kann dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Wäre noch schöner, wenn sie uns nicht helfen könnte. Umgekehrt erwarte ich von dir, dass du dich in Gridania nützlich machst und der notleidenden Bevölkerung unter die Arme greifst. Auf den ersten Blick erscheint Gridania ruhig und friedlich, aber der Eindruck täuscht gewaltig. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Im Wald der Einkehr, der uns einst vor allen Übel schützte, treiben bestialische Ixal und hinterhältige Räuberbanden ihr Unwesen. Im Nordosten lauern die Truppen der Garleischen Kaiserreichs. Und die Wunden der Katastrophe sind noch lange nicht verheilt. Damit meine ich die Verwüstung vor 5 Jahren, als der verruchte Drache aus dem künstlichen Mond Dalamut hervorbrach und sein Feuer auf Eorzea herabregnen ließ. Das war ein Inferno, sage ich dir. Trotzdem sind unsere Erinnerungen an dieses schicksalhafte Ereignis merkwürdig verschwommen, als würde es eine Ewigkeit zurückliegen. Obwohl wir alle hautnah betroffen waren, kann niemand den Ablauf genau rekonstruieren. Woran das liegt, kann ich nur vermuten. Aber womöglich ist es eine Art Trauma. In einem Punkt sind sich alle Augenzeugen einig. Eorzea wurde damals von einigen mutigen Abenteurern gerettet, ohne deren Opfermut niemand überlebt hätte. Ihnen gebührt unser ewiger Dank. Doch wenn wir Ihren Namen in unsere Gebete einschließen wollen, bleiben unsere Lippen stumm. Wenn wir uns ihre Gesichter ins Gedächtnis rufen wollen, sehen wir nur dunkle Silhouetten, die von grellem Licht umgeben sind. Aufgrund dieses Phänomens nennen wir diese Abenteurer einfach nur die Krieger des Lichts. Ey, das war der Titel meiner allerersten Geschichte. Von dir, meine Liebe, erwartet niemand, dass du gleich den Kriegern des Lichts den Rang abläufst. Aber auch du kannst in Gridania vieles bewirken. Jede Hilfe ist willkommen. Also kann ich auf dich zählen? Dann müssen wir nur noch die Registrierung erledigen. Hier ist eine Feder, damit kannst du deinen Namen eintragen. Ich wäre sehr verbunden, wenn du leserlich schreiben würdest und keine fremdartigen Zeichen bitte. Keine Ruinen, sag ich schon. Keine Runen oder irgendwelche Hieroglyphen, nein. Eve Winter, der Name gefällt mir. Damit bist du nun ein Mitglied der Abenteurergilde von Gridania. Seh dich um und fühl dich wie zu Hause. Ich bin sicher, du wirst hier sinnvolle und erfüllende Taten vollbringen. Darauf hat Gridania gewartet. Noch so eine nichtsnutzige Vagabundin. Fang nicht schon wieder damit an. Gridania ist auf die Abenteurer angewiesen. Die älteste Saatseherin selbst hat uns darauf verpflichtet, sie willkommen zu heißen. Willst du dich ihr widersetzen? Natürlich nicht. Meine Pflicht ist es, die Ordnung dieser Stadt aufrechtzuerhalten. Und genau die gefährden diese Fremden, wenn du dich an die jüngsten Ereignisse erinnerst. Und du da, merk es dir gut. Wenn du Ärger machst, schmeiß ich dich eigenhändig raus. Und zwar in hohen Bogen. Nett.
Mach dir nichts draus. Du musst wissen, kürzlich wurden verdächtige Gestalten im Wald der Einkehr gesichtet. Deswegen ist das Klageregiment etwas empfindlich, um es gelinde auszudrücken. Viele denken hier etwas engstirnig und misstrauen allen Fremden, du weißt schon. Aber gib den Leuten etwas Zeit, dann werden sie schon Vertrauen zu dir fassen. Bis dahin heiße ich dich in ihren Namen willkommen. Möge dir Gridania zur zweiten Heimat werden. Wenn du willst, sage ich dir gerne, was es in unserer Stadt alles zu sehen gibt. Ja, dann schließen wir das Ganze mal ab. Auftrag abgeschlossen. Man kann auch näher ranzoomen. Okay, damit ist die Einführung ins Spiel beendet. Leider kann ich mich wieder nicht bewegen. Achso, du hast deinen ersten Schritt als Abenteurerin in Gridania unternommen. Die Welt von Eorzea liegt vor dir. Lass dich von Miune oder so in die unglaublichen Abenteuer einführen, die dich erwarten. Und das werden wir auch machen. Allerdings, so kann ich mich, glaube ich, drehen, ne? Genau. Allerdings machen wir das nicht mehr heute. Aufgrund der Tatsache, dass es schon sehr lange gelaufen ist, alleine dieses Einführungsvideo zu sehen, das Ganze zu erstellen und bis hier zu kommen, würde ich sagen, dass ich das Ganze sowieso in zwei Videos unterteile. Der Einfachheit halber. Bisher muss ich ganz ehrlich sagen, von der Grafik, also die Grafik von den Videos ist komischerweise nicht so gut, wie ich jetzt gedacht hätte. Also alleine schon, weil das Ganze halt eben auf 2560 x 1440 läuft, was ja Top-Leistung eigentlich ist. Aber die Spielegrafik sieht bisher richtig, richtig gut aus und gefällt mir auch richtig gut. Ich weiß noch nicht, was es unten mit den 1 und den 2 zu bedeuten hat. Nee, da kann ich mich mit anschauen. Kann ich hier irgendwie... Nee, scrollen kann ich auch nicht. Da kann ich auch nichts ändern. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch irgendwie noch später für mein Reittier oder sowas. Das weiß ich jetzt nicht genau. Alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, bisher... Also ich habe ja noch nicht viel vom Spiel jetzt kennengelernt. Aber bisher, die Einführung, sage ich mal, sah schon ganz gut aus. Grafisch auf jeden Fall. Es ist ein bisschen schade oder es ist extrem schade, dass das Ganze nicht vertont worden ist. Ja, ich gebe zu, da bin ich so ein bisschen Teso verwöhnt. Da ist ja wirklich alles vertont. Außer es ist mal ein Bug drin, wenn ein neues Kapitel gerade eingeführt worden ist. Aber grundsätzlich ist natürlich alles vertont, egal wie man da anspricht. Und ja, da bin ich doch extremst verwöhnt, bin ich ganz ehrlich. Und ja, mal schauen, wie es hier noch weitergehen wird mit Final Fantasy. Wie gesagt, bisher finde ich es gar nicht so schlecht. Das Einzige, was noch ein bisschen problematisch werden könnte, ist die Steuerung. Ich weiß auch nicht, ob man das auf eine normale Steuerung umstellen kann. Das wäre ganz toll, wenn ihr das wüsstet und mir das vielleicht in die Kommentare reinschreiben könntet. Ob man das Spiel umstellen kann, dass man normal steuert. Also sprich, dass man sich nach vorne, zurück, links, rechts ganz normal mit ASWD bewegt. Und dass man anstatt die Maustaste halt gedrückt zu halten, einfach nur die Maus so hin und her bewegen muss. Und damit dann halt steuern kann, wo man hinläuft. Ich werde da parallel dazu auch nochmal gucken, ob ich da irgendwas zu finden kann in der Steuerung. Ich habe zwei andere MMOs mal getestet, gespielt, wie auch immer. Da konnte man das umstellen zwischen der normalen Steuerung und der alten MMO-Steuerung, also sprich dieser hier. Wäre natürlich schon schön, ja, weil es halt doch eine ganze Menge Komfort ist, wenn man das Ganze dann so umstellen könnte. Ja, nichtsdestotrotz freue ich mich auf jeden Fall darauf, wie es weitergeht. Ich werde dann in der nächsten Folge auf jeden Fall schon mal, falls ich welche finde, die ersten paar, also mich hier noch ein bisschen umschauen und dann vielleicht die ein oder andere Quest annehmen und dann ein paar Leuten hier helfen. Wie gesagt, grafisch bin ich ganz ehrlich, finde ich es im Moment richtig, richtig geil. Von der Geschichte her scheint es ja auch recht gut zu starten. Also man begegnet hier schon einigen nicht ganz so positiv eingestellten Leuten und ich denke mal, das werden wir dann alles mit der Zeit auch wieder gut machen sozusagen, dass wir uns ja hocharbeiten können, sage ich mal. Wäre auf jeden Fall klasse. Wenn ich jetzt noch so zwei, drei Folgen oder so gespielt habe, das werde ich euch natürlich hochladen, und mir das Spiel gefallen sollte, dann werde ich das Ganze abonnieren.
Beziehungsweise, ich glaube, man muss auch erst das Spiel kaufen und zusätzlich abonnieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Aktuell ist es so, dass wenn der E-Mail-Account, also sprich die E-Mail, hier noch nicht bekannt ist, kann man sich einen kostenlosen Account erstellen und ich glaube 30 Tage waren es, das Ganze erstmal kostenlos testen. Das ist jetzt so das, was ich jetzt gerade erstmal machen möchte. Es sei denn, ich verfalle vorher schon in totaler Euphorie und ja, kaufe mir das Spiel bzw. Abonniere mir das Spiel. Da weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz genau, ob ein Abo reicht oder ob man sich das Grundspiel zusätzlich noch kaufen muss. Ich meine, ich hätte gelesen, man muss das Grundspiel zusätzlich kaufen für 10 Euro. Und dann kann man, ich glaube, 30 Tage damit spielen. Und wenn man länger damit spielen möchte, dann müsste man halt dieses Abo machen. Kann natürlich auch sein, dass nur dieses Abo reichen würde und man das Spiel nicht kaufen muss. Da sage ich euch dann im nächsten Video nochmal was dazu, wenn ich mich darüber etwas mehr informiert habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.